Heieiei. Sebo ist komplett offen. Ich sag euch, wer hat hier mit angefangen? Ich sag euch, ihr werdet wahrscheinlich live dabei sein, wenn irgendwann mein angeborenes großes Maul mir zum Verhängnis wird. A few moments later. Also ich lasse mich doch nicht von so zwei Hampelmännern da abbrechen hier im Levenet. Da zeige ich dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Ich werde euch in Schutt und Asche laufen. Und ich werde es euch zeigen, ihr Lappen. Wenn das SEK auf einmal an der Kellertüre klopft. Ich sollte echt aufpassen, was ich hier sage, oder? Nicht, dass der Kuni noch krakelig wird und mir hier mal... ich sollte echt aufpassen. Hast du recht. Mal so. Kuni ist halt auch nicht von draußen, ne? Also als SEK-Beamter, da ziehst du doch nur Stiefel an, weil es geil aussieht. Das bisschen da auf einer Straße rumlaufen, in Häusern rumlaufen, da ist er das halt nicht gewohnt in seinem. Das ist nicht sein natürliches Habitat. Ich wollte einfach den Jungs weiterhelfen. Den Jungs da ein bisschen Tipps geben. Klar kann ich die nicht ausbilden in 24 Stunden, aber so drücken. In die richtigen Gedankenstränge und. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da liegt auch so eine blaue Plastiktüte. Die nehme ich natürlich mit. Ich werde gucken, ob da eine liegt. Die Zeit werde ich mir nehmen. Nur zur Info. Da unten ist Wasser. Erste Gewässerüberquerung. Tosener Fluss. What? Okay. Ihr habt mich tatsächlich mit dieser Flussaufnahme bekommen. Da gehe ich doch in einer Minute, da ziehe ich mir doch gar nicht die Stiefel für aus, ehrlich. 10 Kilometer angepeilt, heftiges Gelände gehabt, gerade so zum Start. Wirklich. Da war doch nichts Heftiges, man musste ja noch nicht mal klettern. 8 Stunden unterwegs, 8 Uhr. Das ist noch nicht mal 1 km/h. Also sie können ja froh sein, dass sie von der Weinbergschnecke, die losgegangen ist, nicht überholt wurden. Das ist doch King Tempo. Solange wie das jetzt schon dauert, stelle ich mir die Frage, ob die schon mal ein Shelter aufgebaut haben. Also Trimax und Romatra hätten jetzt schon ein Haus stehen. Ich will ja nichts sagen. Ihr müsst anscheinend nochmal lernen, lieber Kuni und lieber Otto, wie man sein Material vorbereitet. Das ist einfach nur in den Rucksack gestopft und nicht mit nachgedacht. Wie bereitet man sich das vor? Man ist ja nicht im Mittelalter, man darf auch neue, wahrscheinliche, also gute Technik nutzen. Warum man Feuerstahl braucht, keine Ahnung, braucht man nicht. Lasst euch keinen Blödsinn erzählen. Wenn ihr meint, man braucht einen Feuerstahl, dann bitte ich euch auch, dass wenn ihr das nächste Mal nach Ägypten oder so in den Urlaub fliegt, dass ihr dann nicht so was Modernes wie ein Flugzeug nimmt, sondern schön auf dem Eselskarren da runter reitet, weil moderne Sachen ja falsch sind. Also, a few moments later. Deswegen nimmt man auch einen klassischen Kompass dafür, ihr Anfänger. Scheiß auf neue Technik. Okay. Das ist richtig. Auf dem Wildfahrt. Und jetzt den Klugscheider-Modus anzumachen, weißt du, nach dem Abitur sich die Plane an den Baum zu bringen. Unglaublich. Und morgen dürfen wir vor allem 2 Stunden mehr Zeit haben. Das heißt, morgen können wir nochmal richtig Strecke machen. Also meine Hoffnung ist, dass wir morgen 15 Kilometer machen. Dann legen wir morgen richtig los und machen am ganzen Tag ganze 15 Kilometer. Hat er das gerade so gesagt? Otto ist ein Feuerteufel. Der kriegt überall und immer ein Feuer an. Few moments later. Kienschwamm, ich sehe, wie das Holz. Ah, das könnte ich mir mit dem Schlaf. Ich nehme alles zurück. Mit Kienschwamm kriegt jeder Feuer an. Da kriegt jeder Feuer an. Das lasse ich meinen 6-jährigen Jungen sogar anzünden. Das heißt, ich merke jetzt gerade im Körper gar nichts. Weder eine Blase, noch was wundgescheuert, noch irgendwas, irgendeine wilde Belastung. Ja, wenn man sich nicht bewegt hat, kann da auch keine Blase sein. Wo keine Reibung, da keine Hitze. Hat schon Konfuzius so gesagt. Dann geht doch unten lang. Jetzt mal eine Fachfrage an den Chat. Liegt der Schwerpunkt beim Kuni überhaupt dann wirklich hoch oder ist das nur relativ hoch für ihn? Weil er ist doch gar nicht so groß, oder? Bei Kunis Größe wirkt das Gewicht eher stabilisierend. Ich fühle dich. Bei mir wird das Ganze allerdings ein bisschen schneller gehen, weil ich mache einfach... Und dann bin ich drüber. Musst du eine 20-Kilo-Tasche auch tragen für faire Bedingungen? Nee, die hatten nie im Leben 20 Kilo mit. Nee, ich brauche ja auch nicht so viel Schlaf. Bin schon quasi Opa. Ja. Bin eigentlich schon in Rente, weißt du? Otto ist Opa? Das weiß ich noch gar nicht, dass er Opa wird. Da muss ich ja mal gratulieren kommen. Ich werde wahrscheinlich, Zeit ist Geld, ne? Und ich kann auch nicht so lange von zu Hause weg sein. Dann vorher die paar Kilometer, die 600 darüber fahren. Also die 6 Stunden, um dann morgens loszulaufen um 6 Uhr. Dann die 16 Stunden da durchzumachen den tagsüber und dann abends nach Hause. Also das sollte machbar sein. Crop Preserver, das ist ein Ball-Deodorant, haben wir uns natürlich vorher im Vorfeld schön eingeschmiert, damit wir... Und jetzt müsst ihr wissen, die haben sich gegenseitig eingerieben damit. Aber es durfte auf YouTube nicht gezeigt werden, deswegen hat man das nicht gesehen. Ich habe die Aufnahmen gesehen und ich würde mir sowas ja niemals ausdenken. Ans Herz legen,
Jeder kennt das, der schon lange und oft marschiert ist. Man läuft tatsächlich einen sogenannten Wolf. Was? Es sei denn, man hat jemanden dabei wie den Kuni, der mir geholfen hat, das zu verhindern. Und ansonsten, ja, Flicken im Teambereich haben, gerade auf so einer längeren Tour, nicht so ganz unwichtig. Vielleicht hat Otto gerade daran erinnert, wie sich das angefühlt hat, als er Kuni gearbeitet hat. In diesem Content, in dieser Verbindung, dann dieser verliebte Blick. Warte mal, warte, ich muss jetzt meinen Zauberstift holen. Wo ist mein Epic Pen? Sieht das nicht schön aus? Nice. Es ist doch, die passen doch echt gut zusammen. Da müssen wir doch jetzt erstmal, da muss ich ja schon fast ein bisschen neidisch werden, lieber Otto. Gegenseitig sich so zu unterstützen und mich damals vor 20 Jahren nicht in den Schlafsack zu lassen und jetzt sich nach so kurzer Zeit so verliebt anzugucken. Kuni, ich weiß nicht, was du mit dem Otto gemacht hast, aber ihr seid einfach ein Herz und eine Seele. Was würden so Kumpels von mir brauchen dafür an Zeit? Ich denke... So, Otto, ich höre jetzt genau hin. Was würden so Kumpels von mir gebrauchen an Zeit? Ich denke... 4 bis 5 Tage auf jeden Fall. 4 bis 5 Tage? Du hochnäsiges... Meine Kumpels würden 4 bis 5 Tage brauchen. Hat der Lappen gerade tatsächlich gesagt, meine Kumpels werden 4 bis 5 Tage brauchen? Oh, Otto. Und das hier werde ich mir als Podcast in mein Handy reintippen und mir immer wieder abhören. Meine Kumpels werden 4 bis 5 Tage brauchen. Otto, ich gehe die letzten 5 Kilometer rückwärts und bin dann noch vor euch im Ziel. Ja, von uns klingt halt für die meisten so unfassbar wenig. Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch wenig. Kilometer... Guckt es euch an! Guckt es euch an! Guckt mal, wie der Bauch über den Gürtel hängt! Otto! Ich glaube, das kommt davon, dass er sich schon für Kanada Reserven angegessen hat. Ja, schaut euch gerne, lasst ein Abo beim lieben Kuni da. Natürlich sammeln wir Mimimi. Ich habe hier mein schlaues Buch. Mein schlaues Buch sagt Kuni Folge 1,30 und Otto 24. Und ich bitte natürlich auch aufmerksamst, immer erst eher für Mimimi als gegen Mimimi mitzuzählen von euch und aufzupassen, damit wir nachher auch eine adäquate Schätzung in den Kommentaren des jeweiligen Producers, dieses Mal Kuni, aufzeigen können. Scheiß gefährlich. Herzlich willkommen, Kuni, auf der Tour. Auf allen Vieren. Nur, damit ihr Mäuse Content habt. War das gerade ein Mimi? Ja, ne? Also auf allen Vieren nur, damit ihr Content habt. Doch, das ist schon ein bisschen Mimi. Und dann das. Und man kommt da nicht mehr mit. Aber das Gute ist, wir zeigen genau darauf zu, dass... Dafür kriegt der Otto 2 Mimimi, weil er kann ja froh sein, dass das Loch da in der Mitte ist. Stell dir mal vor, der müsste links und rechts davon rüber. Das ist doch viel schwieriger, oder nicht? Also. Aber es ist ultra steil. Ich würde sogar sagen, vom Abstieg ist jetzt das Steilste, was wir bis jetzt hatten. Ja, wie seht ihr das eigentlich mit den Mimis? Ist ja schon steil. Ich finde, jeder sollte einen bekommen. Also sind wir bei 3-3. Komplett steil bergauf. Da kriegt der Otto einen für. Da unten ist Wasser. Erste Gewässerüberquerung. Tosender Fluss. Also es war auf jeden Fall ein Mimimi. Auch wenn der Fluss echt krass ist. Ich finde, jeder kriegt eins. Dann sind wir bei Kuni 4 und Otto 5. Es müssen wegen dem Fluss wieder Mimis gestrichen werden. Okay, ja, okay. Aua. 4 Stück. 1, 2 im Sinne von eben. 2, 3. Heftiges Gelände gehabt, gerade so zum Start. Zwei Striche beim Otto. Erklärt er gerade, warum sie so lange gebraucht haben. Absolut richtig, da kriegt jeder einen Strich für. Hier ist noch echt pitchnass tatsächlich. Ist so langsam pitchnass. Aber einen Strich kriegt er lieber Otto dafür. Links waren die 25 auch bergrunter. Kurz vor Seil. Die waren kurz vor Seil, dafür kriegt Kuni ein Mimimi. Wir hatten nichts zum Festhalten teilweise. Deswegen war es da einfach nur schlau zu sagen, komm, wir wollten unbedingt darüber, wir wollten das Abenteuer mitnehmen. Doch, jeder kriegt eins. Rutschen war die. Otto Mimimi? Ja, okay, ja. Meint ihr? Okay, ja, okay. Wenn Otto eins kriegt, bin ich immer dabei. Ja, irgendwas muss ja scheiße sein auch.
Irgendwas muss auch scheiße sein. Und es ist so schlammig. Kuni ein, Otto ein, Mimi. Aua. Kuni. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße vom Kunis. Die meisten können sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, mit einem Rucksack in einem steilen Gewände unterwegs zu sein. Mimimi Otto. Habe ich einen Ast im Mund? Habe ich einen Ast im Mund. Zwischenstand zum Mimimi-Counter. Kuni liegt bei 14 Mimimis in der Folge. Insgesamt bei 44 Mimimis. Und Otto liegt bei 16 in dieser Folge. Insgesamt 40 Mimimis. In 3 Tagen, das wird sportlich. Dafür kriegt der Otto auf jeden Fall einen Strich. No discussion. In 3 Tagen, das wird sportlich. Auf jeden Fall einen Strich. Loser Untergrund. Wenn man scheißgefährlich ist. Kuni. Weil einfach super. 3 Meter neben einem ist einfach so ein Weg zum Hochgehen. Es gibt Mimi beim Otto. Aus. Ja. Wie die letzten Dschungelkriege. Das Mimi für den Otto mit den ganzen Kratzern und eine falsche Terminabsprache schon wieder, gibt auch einen Strich. Da sind wir bei 21 beim Otto. Dann kommst du halt hier hin und dann musst du halt da wieder hoch. Und das ist ein langer Anstieg, Freunde. Das ist ein langer Anstieg. Das ist ein Ball-Deodorant, haben wir uns natürlich vorher im Vorfeld schön eingeschmiert, damit wir... Aber erstmal das Mimimi von beiden, dass die sowas brauchen, um das durchzustehen. Mimimi von Sebo akzeptiere ich. Mich hat der Otto nie so angeguckt. 8 Kilometer vor uns jetzt. Was nicht wenig ist. Was nicht wenig ist. Was nicht wenig ist von beiden... Das klingt halt für die meisten so unfassbar wenig. Kilometer, bei dem Gelände ist halt eine andere Nummer, ne? Es klingt unfassbar wenig bei den meisten. Und bei dem Gelände ist halt eine andere Nummer. 3 Striche. Einigen wir uns auf 3 Striche, oder? Bisher Kuni. So viel Gebirge. Kuni reißt sich zusammen. Wir sehen so viel Gebirge. Also ein Strich bei Kuni. Kommen auch noch ein paar größere Gewässerüberquerungen. Und ich bin echt gespannt. Kuni, du warst so gut im Rennen, nicht wieder den Mimi-Count zu gewinnen. Und jetzt gibst du wieder so Gas am Ende. Wie das alles... Kuni. Nicht so schön gerade. Strich. Und Tortur. Es ist Tortur. Und genau da ist der Weg. Wie kann es anders sein? Otto auch nochmal 2. Zeitfressend. Jetzt gibt der Kuni aber schon wieder ganz und schön Gas. Auch ein bisschen nervig. Nee, sieht immer so, auf der Kamera sieht man es nie so richtig, ne? Auf der Kamera sieht man es nie so richtig, wie hart es war. Mal Freifläche auf dem gesamten Run. Erst und das ist einfach Otto. So, ich glaube, die Füße, das ist Beine einfach nur alles blutig und arm. Und blutig läuft. Und arme. Brennt schon. Also man muss... Es ist aber einfach kein Kindergeburtstag, wo die ewig lange dauert. Genau. Es dauert halt nochmal einen Tag oder das nochmal und so, weißt du? Also körperlich macht einfach jeder nicht 5. fertig. Einfach schon mal Striche für, so lange wird man brauchen, 4-5 Tage als Kumpels. Einmal richtig umgeknickt, mehrmal, wir sind beide. Ich bin einmal richtig umgeknickt und seitdem tut mein Fuß ein bisschen weh, aber ich habe trotzdem durchgezogen. Wie letzter Endstand ist übrigens Kuni 38 Mimimis, Otto 52 Mimimis. Das werde ich jetzt natürlich noch darunter schreiben. Kuni 38 Mimimis, gesamt hat Kuni dann dementsprechend 68 Mimimis und Otto 52 Mimimis. Und Otto hatte noch im letzten Format 24. Wir sind also bei 76. Die jammern ja schon viel.